Was geht ab, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Doom Eternal. So, wir machen hier jetzt mal weiter. Ja. Sind hier das letzte Mal stehen geblieben? Und schauen wir mal, was uns hier jetzt so alles erwartet. In der Zitadelle befindet sich die Extraktionskammer. Wir müssen hindurch und zur Spitze, von der pure Argent-Energie geliefert wird, direkt nach Erdek. Alles klar. Kleines, dickes Etwas. Bevor er wach wird. Oh. Schnipp, schnapp, Auge ab. Natürlich geht's nicht weiter nach da. Okay, dann müssen wir wahrscheinlich da weitergehen. Da geht's weiter wahrscheinlich. Der Penner stand im Weg. So. Gehen eine Runde holen die Rakete. Folge dem Feuer, mein Lord. Okay. Okay, hier haben wir schon alles. Sehr schön. Oh! Zum Glück sind wir auf Diät. Jetzt hätten wir das nicht mehr geschafft. Wir haben zu fett dafür. Hallo, dann nimm doch eine andere Waffe. Doppelte Fist war das. Danke. Reicht doch auch langsam, oder? Und Rätsel. Und geht ja einfach weiter. Hier geht's einfach weiter. Dein Volk ist zum Leiden bestimmt. Die Seelenquelle für die Welt von Khan Maker.
Ich versichere dir, das hätte vermieden werden können. Mit einer anderen Führung. Okay. Nein. Nö. Auf dich habe ich überhaupt keinen Bock. Gib mir mal ein bisschen Muni, ich brauche welche. Danke. Schlucken tun die aber heute ganz gut, du. Oh, gedreiteilt. So machen wir das hin. Ach nee. Der hätte mich mal da runtergeschubst. Oh mein Gott, war das knapp. Kurz durchatmen. Aber anscheinend auch wirklich nur ganz kurz. Sie sind wieder hier dran voll. Nehmen wir mal deine Energie, danke. Oh, oh. Oh mein Gott! Durch den Finishen wäre ich beinahe gestorben. Hui! Ah, das ist der Tempo-Boost. Weiter geht's. Weiter geht's. Anscheinend müssen wir hier runter, oder? Das ist ja rohe Argent-Energie. Das Leiden auf Erden, das Blutbad, alles hierfür. Nach dem Versuch der Seele wird sich die menschliche Hölle im Laufe der Zeit in die Dämonen verwandeln, die du jetzt bekämpfst. Die entzogene Seele hingegen treibt ihre Welt an. Die Essenz der Hölle.
schon wieder, ey. Die wüssten auch nicht von gut. Es gibt wieder so einen scheiß Priester. 100% sicher. Oder wieder so ein komisches Ding, was ich finden muss. Ich glaube, da oben ist der Priester. Aber ich komme nicht zu ihm hoch. Okay. Schnauze. Er ist schon wieder. Ach, wie süß. Fuck. Okay. Endlich, Mann. Endlich. Boah, wie ich diese Viecher hasse. Diese Gladiatoren oder wie die auch immer heißen. Diese komischen Bastarde. Jetzt nach oben. Nochmal. Läuft denn bei dir verkehrt? Das Spiel will es jetzt aber komplett wissen. Oder?
stimmt, in den Kisten war ja auch noch was. Komisch ist, dass mir das da eben angezeigt wird, jetzt aber gar nicht mehr. Okay. Heißt, da oben war ein Level Up. Na, das kriegen wir aber. Oh mein Gott! Die Dämonen nutzen nur einen Teil der Energie, die die menschliche Seele mit sich bringt. Die Maker und die Wächterpriester entdeckten die wahre Macht der Essenz und hey, es geht direkt noch eine hoch. Sie kombinierten Wächter- und Höllenenergie, veredelten sie und erschufen Argent. Damit taten sie erstaunliche Dinge. Sie retteten Welten vor der Auslöschung, heilten die Kranken und gaben denen, die würdig waren, unendliche Macht. Einrichtung entstand im Geheimen. Die Wächter der Macht haben nie von ihrer Existenz erfahren. Wächtersklaven erbauten sie, denn ein Maker kann niemals die Hölle betreten und ein Dämon niemals Erdeck. Ich weiß, es heißt Trick 17, aber bei mir ist es einer mehr. Für die Maker elementar. Okay, Leute. 18 Minuten haben wir. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Spannend wird es. Es wird sehr, sehr spannend. Bin gespannt, was noch da auf uns zukommt, um jetzt nicht zu sagen, dass es sehr spannend wird. Okay, liebe Leute, ihr wisst ja, wie es läuft. Support ist kein Mord. Wenn ihr noch kein Abonnent seid, lasst gerne mal ein Abo da. Aktiviert die Glocke. Bis zur nächsten Folge. Haut rein.